Das heutige Selbstgespräch, das ich dem mitteile, der mich jetzt sprechen hört, das nenne ich: Ein Zyklop geht zu einem Augearzt und lässt sich ein neues Monokal machen. Es ist wesentlich tiefer, wie man meint. Ein Zyklop ist ja ein Einauge. Und das führt uns hier zu der Erkenntnis, dass also die zwei Augen in der Synthese, das dritte Auge in der klassischen asiatischen Mythologie, ist immer du Geist, der, wenn du dich jetzt in einen Schädel, in einen Trockennasenaffenkopf reinlegst, hinter den zwei Augen sitzt. Und die konsonante hebräische Vatersprachenradix vor AGN ist ja Becken. Und diese zwei Becken symbolisieren deine VR-Brille. Ich greife jetzt zuerst einmal auf das letzte Selbstgespräch, weil ich immer wieder merke in Einzelgesprächen, wie viel das da fällt, obwohl ich mich so bemühe, das möglichst einfach darzustellen. Ich habe gesagt, zwei parallele Linien, die wir uns jetzt ausdenken, die sind ja eigentlich zusammen, nämlich in dem Punkt von dem, der sich's ausdenkt. Aber jetzt kommt ein schönes Phänomen mit den zwei Seiten. Und dazu muss ich zuerst einmal reinspringen in Ich bin du. Dazu übertrage ich den Bildschirm. Jetzt teilen wir den aber. Da springe ich jetzt hier rein. Sagt mal, wenn ihr das Bild habt. Ja. Die Dimensionsgesetze. Das ist aus Ich bin du. Übrigens ist es die Seite 212, 212. Der eine und hüben zwei und drüben zwei. Das ist unser Einheitskreis. Ich weise immer wieder darauf hin, ob du Videos anschaust. Sekunden, Minuten, jede Stelle lässt sich arithmetisch und auch in der Sprache verbinden. Ich bin du, das ist das in der Mitte. Und dann haben wir zwei und denk an den Einheitskreis. Da wäre jetzt die 1 praktisch unsere Quintessenz. Und dann haben wir die obere Hälfte plus 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 minus rot und die untere Hälfte minus 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 plus blau. Das beginnt jetzt hier die Dimensionsgesetze. Und jetzt lese ich ganz kurz rein. Das klingt sehr kompliziert, ist so leicht, wenn man es verstanden hat. Man kann es nicht einfacher ausdrücken. Die Dimensionsgesetze von der ersten bis zur achten Dimension wirst du beim Überschreiten einer Wahrnehmungsdimension im Meer mit folgenden Erscheinungen konfrontiert. Ist ja sehr interessant. Kon heißt zusammengeschmissen, ein Frondienst leisten. Das machen nur Tiere. Das sind die, die aus Ägypten nicht heraus wollen. Was du jetzt deine normalen Menschen nennst, die sich möglichst lang versuchen, in ihrer Traumwelt am Leben zu erhalten, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass sie ein ewiger Geist sind. Sie sind ja bloß Gehirn, vergänglich. Aber dann kommt wieder, ich bin eine Seele, wenn ich gläubig bin. Aber ob du an einen Tierkörper oder an eine Seele oder an einen Gott denkst, das habe ich tausendmal erzählt, das ist was Existierendes, was du denkst, das schon wieder weg ist, wenn du es nicht mehr denkst. Also, erstens, die nächsthöhere Dimension, die du nicht bewusst ins Auge fasst. Ich bin ein Zyklop, du bist ein Zyklop, weil ich nämlich du bin. Und alles befindet sich in diesem einen Punkt, wird von dir im Meer, das ist das Zentrum, als Zeiterscheinung, als zeitweise Erscheinung empfunden. Zweites Gesetz, die Grenze der letzten von dir bewusst wahrgenommenen Dimension ist dir unbekannt. Sie stützt sich nur auf dein Vermutungswissen, auf das, was du dir ausdenkst, beziehungsweise auf eine Urknalldiese zum Beispiel. Die darauffolgende Dimension wird nun zwei Existenzen im Meer beim Bewusstwerden von dem, der immer ist, das absolute Zentrum, dieser unendlich erscheinenden Reihen, eine Spiegelreihe rein, logisch, ist Gestalt geworden, nicht begreifbaren Enden der vorhergehenden Dimension zu einem globalen System vereinigt. So, und jetzt diese Stelle, merkt ihr Seite 212 in Ich bin du, werde ich dir jetzt mal ganz einfach erklären, aufbauend auf unseren letzten Gesprächen. Dazu mache ich das jetzt erst einmal weg. Ich werde es dann nochmal einschalten. Und zwar gehen wir wieder aus, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Das bin ich und das bist du. Und wir sind ein und derselbe Punkt. Weil mir nämlich, wie ich DIK, Mittelpunkt, rot gelesen, wir sind wichtig, ohne uns gibt es nämlich keine Welt. Das heißt, ich brauche dich und du brauchst mich. Es ist so wie die Lampe in einem Projektor, das bist du, eine Energiequelle braucht. Wenn ich dich nicht erwecke,
RWEG erlebst du nicht. Aber um dich zu erwecken, brauchen wir ein blaues Ich, das Konstrukt, Werte und Interpretationsprogramm, dass wir Bilder aufschmeißen können. Aber jetzt pass auf, das Problem ist alles eine Frage des Maßstabs. Du hast ein gewisses Gesichtsfeld. Ob wir das jetzt optisch nehmen, du siehst immer bloß das, was auf dem Monitor ist. Das wäre jetzt dreidimensional auf deiner VR-Brille. Und jetzt mache ich das Spiel nochmal hier, das wir hatten mit unserer Reihe. Ob ich jetzt das eine Reihe nenne, eine Linie, eine Strecke nenne oder einen Stecken, SD-Ecken, du merkst schon, wieso kommen da immer die Ecken, die SDR-Ecke, oder ich nenne das jetzt einmal ganz bewusst eine Reihe, und wir wissen, eine Reihe ist auf Hebräisch der Spiegel und hier heißt Wahrnehmung, es ist eine Spiegelwahrnehmung. Wenn ich das jetzt so hinstelle, haben wir jetzt erst einmal unseren Punkt, den ich im letzten Selbstgespräch erklärt habe, wo wir uns jetzt in die Richtung was denken oder in die Richtung was denken. Ich kann auch sagen, in die Vergangenheit denken. Es ist wurscht, wie wir das nennen. Wir denken uns von dem Punkt was weg, was sich letztendlich aber hier und jetzt gedacht wird. Und jetzt ist der erste Fehler der Trennung im normalen Denken ein Denker, den wir uns jetzt natürlich ausdenken, der normal rot ist, ist immer mit dem, was er denkt, verbunden. Weil das, was er denkt, wird es ohne den Denker gar nicht geben. Das heißt, wenn ich mir jetzt zwei Parallelen denke, und da beginnt das große Problem schon, denke ich mir zwei Sachen aus, die ja bei normaler, fehlerhafter Definition in beiden Richtungen bis ins Unendliche gehen und getrennt sind. Aber sie sind verbunden in dem Punkt, der sich das jetzt vorstellt, der sich jetzt die obere und die untere Parallele oder die rechte und die linke Parallele ausdenkt. Wir haben jetzt kurz einen Unterbruch, Udo. Bitte? War ganz kurz ein Unterbruch jetzt, 5 Sekunden vorher. Das ist aber okay, glaube ich, soweit. Ja. Jetzt pass auf, jetzt mache ich einen kleinen Trick, da habe ich darauf hingewiesen, die zwei Parallelen drehen wir jetzt einfach einmal eine davon um 90 Grad, dass die sich kreuzen, dann haben wir einen Punkt. Mhm. Okay, und wir machen die Parallele, den Punkt drüber als zweiten, halte ich jetzt fest, die sind unsere XY-Achse. Ja. Geht es um den Mittelpunkt, der jetzt unten ist, und wir denken uns auf der Y-Achse einen Punkt, wo früher die Parallele gelaufen ist. Und jetzt ist das, ich sage mal, das Hochdrehen, wenn das irgendwann zwei Parallelen. Das ist logisch, aber es ist nicht geistreich. Ich würde nämlich arithmetisch beweisen, dass das gar nicht funktionieren kann. Wir spielen jetzt mit einer Unendlichkeit, die wir uns ausdenken, die ein Gedanke ist, den wir uns jetzt denken. Bitte genau meinen Gedankengängen folgen. Ich sage jetzt ganz einfach, wir wollen da eine Parallele in dem Abstand in der Y-Achse maxen. Also mir drehen das aus der Y-Achse raus. Und wenn ich jetzt das drehe, habe ich irgendwann mal einen Punkt, wo ich hier in Verbindung mit unserer Nulllinie einen Winkel kriege von 45 Grad. Mhm. Wenn ich jetzt das weiter drehe, kriege ich irgendwann einmal 1 Grad. Wenn ich noch weiter drehe, kriege ich ein halbes Grad. Aber was du jetzt siehst, es verlässt meinen momentanen Bewusstseinshorizont. Das heißt, ich müsste jetzt das Bild in die Richtung verschieben, dass das dann hier irgendwann einmal wieder in der Mitte ist, dass ich das sehe, wo der Winkel ist. Und wenn ich jetzt das noch weiter drehe, muss ich das wieder rausschieben, dass ich dann, aber jetzt kommt der große Witz. Ich kann das nicht hochheben, weil immer wenn ich sage, ich mache das nochmal um einen halben Maßstab kleiner, den Winkel, und nochmal um die Hälfte kleiner, sind wir wieder bei dem Prinzip, dann kriege ich 1 Grad, ein halbes Grad, ein Viertel Grad, dann kriege ich irgendwann nochmal 0,00002 Grad, dann kriege ich 0,00000. Es wird immer, wenn das unendlich ist, kann ich es nicht rausheben, es wird nur die Zahl kleiner, ich komme aber niemals auf Null, also auf Trennung. Jetzt gehen wir mal in ein ganz Extrem. Wir fahren jetzt einmal gedanklich und jetzt kommt natürlich das nächste Problem. Ich mache jetzt das immer so, wenn ich das rüberschiebe, dass wir aus dem Bereich herauskommen, dass wir den Punkt wieder kriegen in unserem Bildschirm. Durch dieses Verschieben passiert jetzt was Eigenartiges, das mir gar nicht bewusst ist, dass ich, wenn ich wieder in die andere Richtung gehe, die ja dann immer weiter auseinanderlaufen. Ja. Aber jetzt gehen wir mal wirklich, dass wir sagen, wir machen jetzt 0,00002 Grad. Wenn ich jetzt das reinschiebe, habe ich praktisch bloß noch eine Linie, die hier endet. Mhm. Weil mir, es ist ja hier verbunden. Mhm. Das ist das absolute Nichts. Sieht mir aber aus wie zwei Parallelen, die unmittelbar übereinander laufen, bei dem unheimlich kleinen Winkel. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt diesen, wo ich meine, es reißt auseinander, es reißt nicht auseinander, sondern die zwei werden eins. Mhm. Die legen dann irgendwann einmal fast vollkommen übereinander. Mhm.
Und jetzt mache ich aus den zwei, aus den einen oberflächlich betrachtet, weil wie dick ist diese Linie, diese Reihe, wenn ich weiß, dass die aus Punkten besteht, die dimensionslos aus aneinandergedachten Nichts sind. Wenn ich jetzt wieder rüberfahre, komme ich irgendwann einmal an der Stelle, es kommt aus meinem Bewusstseinsvorstellungsfeld heraus, dass dann irgendwann einmal das ganz lang leicht auseinandergeht. Mhm. Okay, leicht auseinandergeht, aber das kann ich jetzt auch unendlich machen. Ja. Das heißt, ich habe auf der einen Seite des Nichts und auf der anderen Seite habe ich eine unendlich klaffende Ebene. Mhm. Das ist einmal das Spiel mit den zwei. Und wenn ich jetzt dann reinspringe, dass ich immer die unendlichen Enden, das wäre jetzt das Nichts, All und La, ja. Allah, dass diese unendlichen Enden sich auf der nächsten Dimension verknüpfen, das passiert in dem Moment, wo ich einen Kreis draus mache. Mhm. Dass das Unendliche und das Nichts, die beiden unendlichen Enden in einem Punkt zusammenfallen. Das war das, wo ich im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen bin. Jetzt habe ich einen Kreis, den ich mir jetzt vorstellen kann, wo jeder Punkt der Mittelpunkt ist, aber ein peripherer Mittelpunkt. In dem Moment, wo ich jetzt diesen Kreis denke, und ich mache jetzt mal ganz absichtlich, ich denke mir den jetzt einmal flach, ich kann ja immer eine Dimension höher mir vorstellen, das ist jetzt das Denken der Scheibenwelt. Solange wir uns zurückdenken, früher haben die ja geglaubt, sie sind auf einer Scheibe und egal in welche Richtung dass sie gehen, sie kommen irgendwann einmal unter Wasser. Mhm. Das war das Prinzip, wir sind auf einer Scheibe und egal wo wir hingehen, ist Wasser. Ich springe ganz kurz nochmal in den Text rein. Dein. Die Grenze der letzten von dir bewusst wahrgenommenen Dimension ist dir unbekannt. Mhm. Weder der Punkt, wo es zusammenfällt, noch das Unendliche, weil das nicht zu denken ist. Du kannst nichts nicht denken, außer du denkst an das Wort Nichts und du kannst alles. Du kannst All denken und La denken, aber dieses All, dieses Nichts, der Punkt, in dem alles zusammenfällt, ist nicht denkbar. Mhm. Und das La, wo alles in unendlich viele Facetten zerspringt und sich in Raum und Zeit verstreut, ist auch nicht denkbar. Es sind nur Worte, aber nicht vorstellbar. Mhm. Die darauf folgende Dimension wird nun diese zwei Existenzen, ich sage jetzt der Punkt, wo die zwei Dinge zusammen sind und die, wo sie unendlich auseinanderklaffen, im Meer, weil bewusst werden diese unendlichen Erscheinungen rein logisch nicht begreifbaren Enden, nicht vorstellbar, der vorhergehenden Dimension zu einem globalen System vereinigt. So. Das heißt, dass die zwei Linien, die jetzt auseinanderlaufen, eigentlich einen Kreis bilden. Das ist das, wo ich immer sage, mit Galilei steht in Ich bin du schon drin, solange du glaubst, du lebst auf einer Scheibe, wenn man dir das einprogrammiert in deinem Programm und du weißt, dass wenn du was hast, du stehst jetzt da auf der Scheibe und du lässt was fallen, alles fällt von oben nach unten. Und jetzt kommt einer, das ist Galilei, da haben wir schon die Welle, der dir eine andere Möglichkeit zeigt, dass er sagt, mir ist da so eine Idee gekommen. Idee aus mir, wenn die Erde eine Kugel wäre, dann würde ja Folgendes passieren, dass wenn wir immer in diese Richtung laufen, kommen wir irgendwann nochmal von der Richtung her. Wenn du das an Sachs, der felsenfest davon überzeugt ist, dass er von der Scheibe sagt, das war ein Blödsinn, wenn ich in die Richtung gehe, könnte ich jetzt auf unserem Beispiel sagen, dann gehen die Punkte immer weiter auseinander. Die werden niemals zusammengehen. Merkt ihr das, was ich jetzt sage? Und er sagt, passt auf, Meister, wenn jetzt das ein Kreis wäre, eine Kugel natürlich jetzt auf unsere Erde, wenn die Oberfläche, wenn das eine Kugel wäre und wir würden dann immer in die Richtung laufen, dann müssen wir irgendwann von der anderen Seite wieder herkommen. Dann gehen die den Gang an mit, stimmt, wenn es eine Kugel wäre. Aber, Dummkopf, die kann ja gar keine Kugel sein, weil wir wissen ja, alles fällt von oben nach unten. Und wenn das eine Kugel wäre, dann wird man, wenn man rumläuft, irgendwann einmal da in den Himmel reinfallen. Und das ganze Wasser der Meere würde rauslaufen. Und ich habe so oft darauf hingewiesen, wenn du eine nächsthöhere Dimension bewusst erfahren willst, die sich alle jetzt schon in dir befinden, dann musst du viele Systemparameter verändern. Du darfst nicht mehr sagen, alles fällt von oben nach unten, sondern alles strebt einem Mittelpunkt zu. Ich verweise, spring in das letzte Selbstgespräch mit dem Luftballon. Jeder Punkt auf der Kugeloberfläche ist eigentlich ein ausgedachter Mittelpunkt. Dasselbe gilt beim Kreis. Jeder Punkt auf dem Kreis ist der Mittelpunkt von dem Kreis. Egal, ich werde es dann gleich nochmal zeigen.
So, und jetzt haben wir ja unsere Scheibe, wir sind jetzt erst bei der Scheibe. Diese Scheibe, wo ich mir jetzt denke, kann man gehen, wo man hingehen, kommt das Ende mit dem Wasser. Und dieser unendliche Kreis verbindet sich auf der nächsten Dimension wieder zu einer Einheit. Wir können uns jetzt ja diesen Kreis, jetzt, solange ich mir meine Erdscheibe dämme, komme ich an das Wasser, wobei das rote Wasser eigentlich wieder das Symbol für El Hayom ist, für Gott das Meer, das Außen ist eigentlich das Innen. Wenn ich jetzt den Fehler mache der dritten Dimension, denkst du dir einfach, ich nehme jetzt hier einen Kreis, der steht jetzt so dort, Gummi, und ich nehme jetzt die und ziehe das nach oben. Diesen Rand mache ich immer kleiner und ziehe ihn nach oben. Und dann kann ich jetzt, wenn ich den in einem Punkt zusammenfallen lasse, ist das drumherum, wird praktisch die Fläche durch diese Krümmung zu einer Sphäre, die jetzt in einem Punkt zusammenfällt. Den kann ich jetzt oben oder unten nennen oder was auch immer. Der Punkt, wo ich es zusammenschnüre, das ist unser Punkt, den ich anfokussiere. Das drumherum, was ich flach mache, biege ich praktisch, ich mag es mal von dir aus gesehen, wenn du eine Fläche, einen Kreis hast, das biege ich jetzt praktisch zu einem Kreis und den Rand, der sich jetzt umdreht, zusammenschnürt, das ist der Mittelpunkt, den du anschaust. Ja. Aber das gilt egal, welchen Mittelpunkt ich nehme. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und jetzt haben wir nicht wieder das Problem, jetzt bist du auf einer Kugeloberfläche und denkst, schaust in den Himmel raus. Und da gilt dasselbe, das kehrt sich wieder nach innen, weil der Oberflächenpunkt ist ein peripherer Oberflächenpunkt, der sich jetzt praktisch über die Zeit, das ist die Raumkrümmung bei Einstein, die nie verstanden wurde. Weil man hat dann hier immer wieder die sogenannten Wurmlöcher, wo man sich dann Flächenräume vorstellt und jetzt beginnt die Schizophrenie, das Physiker, die du dir ausdenkst und wohlgemerkt keine Schutzzuweisung. Du lebst in einer Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt und die Menschen, die du dir ausdenkst, die du jetzt träumst und die nur existieren, wenn du sie denkst, die aus deinem eigenen Intellekt, deinen Schwamminhalt kommen, die beginnen dann zu existieren in dem Moment, wo du sie denkst. Es ist wie vom Bücherregal, die Buchseite oder die Zeile oder das Wort, das du anschaust aus dem Bücherregal, beginnt erst dann zu existieren in dir, wenn du dieses Buch, die Seite, die Zeile, das Wort anfokussierst. Und jetzt haben wir wieder dieses Bücherregal selber ist eigentlich der Mittelpunkt in Bezug auf dein eigenes Wissen. Wo du eine Kleinigkeit herausselektierst, eine Selektion einer Kollektion, wieder selektieren, bis du dann irgendwann eine Bildervorstellung kriegst. Okay? Wir sind immer noch bei den Zyklopen. Jetzt springe ich da ganz kurz nochmal rein, dass mir hier beim Wurmloch, will ich nochmal sagen, sieht man übrigens sehr schön in Interstellar, dass in diesen Physikbüchern, wenn du jetzt hier meine Lieblingsfreunde Stephen Hawking oder Roger Penrose, wenn du wissenschaftliche Schriften liest, die kommen dann nicht mehr zurecht, dann werden das praktisch singuläre Mannigfaltigkeiten. Das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber wie historische Fakten. Ich kann das immer nur wiederholen, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Es gibt keine historischen Fakten. Aufgepasst, eine einseitige Aussage. Selbstverständlich gibt es historische Fakten. Ich muss nur wissen, es ist der Gedanke, den ich jetzt denke und mir in die Vergangenheit denke. Das Faktum besteht darin, dass ich mir jetzt eine Vergangenheit denke, die letzten Endes hundertprozentig sicher eine Information hier und jetzt in mir drin ist, die ich mir jetzt ganz bewusst in die Vergangenheit denke. Zum Beispiel den Urknall, das wäre jetzt wieder dieser Punkt, der irgendwann einmal auseinanderplatzt. Ich mache es einmal so. Und wenn ich mir das jetzt als Linien vorstelle, es ist alle eine Frage des Maßstabs. Setze ich mir den Punkt, wo die zwei Linien, die Parallelen eigentlich eins sind, weil das immer flacher wird. Das heißt, das heißt mal, wenn ich das so mache und ich rede mir ein, die sind auseinander. Ich sage, das Ding, das ich mir jetzt ausdenke, das in einer gewissen Entfernung vor mir ist und das Ding, das ich mir ausdenke, das in einer gewissen Entfernung vor mir ist, ist beides gleichzeitig in mir und besteht aus demselben Material. Das ist eine Form der Gnade, die ich selbst bin. Genau. Es ist hier und jetzt. Und wenn ich jetzt in die andere Richtung, also wenn ich jetzt dieses Spiel mache, dass das eigentlich ein Winkel ist, das sind die zwei Seiten eines Winkels, wo ich vergessen habe, wenn ich das jetzt drehe, dass ich die zusammen mache und in die Richtung werden die immer mehr eins und ich erkenne am absoluten Ende, dass die ja eins sind. Ich spalte bloß das eine in zwei auf. Das ist übrigens unser V. Das wird nicht statt. Ja. Und der Maßstabverschiebung gehe ich in die andere Richtung, fahren die ja immer weiter auseinander, umso paralleler die werden. Parallele.
Mhm. Para, le, le. Auseinander. Mhm. Okay. Dabei? Ja, ja. Die Worte, wenn man die Reife hat, das Lächeln, jetzt kann ich wieder sagen, du hast Pixelmännchen vor dir, die grinsen und nicken, dann sagen wir, der hat es verstanden. Natürlich nicht das Pixelmännchen und auch nicht der Redo, den du dir ausdenkst. Oder die Ritter. So, wir sind immer noch bei dem Zyklopen. Der Zyklus, wenn wir uns das jetzt anschauen, haben wir dasselbe, wenn wir jetzt einen Spiegeltunnel, jetzt mache ich einen Spiegeltunnel, was ich jetzt quer gemacht habe, wir haben unsere erste Drehung und jetzt machen wir die Drehung, dass wir den Spiegeltunnel machen. Jetzt bitte geh ganz genau mit, weil mir den, ich will ja zu den Zyklopen kommen. Du kennst das Spiel, wo ich oft ansehe. Was du mal wirklich, wenn du dich das näher interessiert, wenn du das genauer aufbauen willst. Die erste Form, ich mache das, was sofort nachvollziehbar ist, du holst einen kleinen Spiegel. Normal nimmt man einen kleinen Taschenspiegel, einen richtigen. Was ganz interessant ist, wenn du dir einen runden Spiegel holst. Weil wir wollen ja den Kreis darstellen. Wenn du dir einen runden Spiegel holst und jetzt machen wir uns selbst, normal sage ich immer, halt dir den und schau dir den über die Augen, dann bau den Spiegeltunnel auf. Du stellst dich vor einen Wandspiegel hin und du machst einen kleinen und dann hast du den Tunnel und ich sage, wenn wir den Blickwinkel verändern, biegt sich der ja, dass du schon merkst, das ist ein Kreis, dann haben wir viele außenliegende Mittenpunkte, weil wenn ich den so kippe, dann dreht er sich ja, ja so weg, wenn ich nach rechts so rum, ja, ja. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, wir sind übrigens beim Magneten, Mag, beim MG, beim Magier, sind es beim Magneten exakt die Magnetlinien in den Physikbüchern. Natürlich alle Winkel gleichzeitig. Im Einheitskreis sind ja auch immer alle Sinus und Cosinus alles gleichzeitig. Sobald ich mir einen bestimmten Sinus- oder Cosinuswinkel herauskonstruiere, ist es eine reine ausgedachte, raumzeitlich aufgespannte Sinuskurve, die sich aber alle gleichzeitig in dem Einheitskreis befinden. Genau genommen nicht einmal in der Peripherie, sondern in dem Zentrum. Und das will ich jetzt beweisen, indem wir uns einen Spiegel denken, einen runden Spiegel. Du machst jetzt keinen eckigen, sondern einen runden Spiegel. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Trick. Du malst jetzt an den runden Spiegel einen kleinen schwarzen Rand außenrum. Mhm. Und dann bohrst du in den Spiegel ein kleines Loch rein. Das ist unser Zyklop. Und dann stellst dich vor einen Wandspiegel, genau. Folgt genau meinen Gedanken und dann nimmst du den, gehst hinter den runden Spiegel und schaust mit einem Auge, wir haben ja nur eins, schaust du durch das kleine Loch in den Spiegel dann und dann wirst du zuerst einmal, wenn du nah an dem anderen Spiegel stehst, wirst du eine Reihe vor dir, wenn du das ganz parallel hältst, wirst du eine Reihe, wie wenn du in eine Röhre reinschaust mit einem Auge und da mir jetzt einen schwarzen Kreis um den Spiegelrand rum gemacht haben, siehst du im Spiegel ja nur den schwarzen Kreis. Mhm. Und je nachdem, was wir für einen Abstand haben zu dem Hauptspiegel, zu dem Zentralspiegel, ist dann ein kleinerer Kreis, ein kleinerer Kreis, ein kleinerer Kreis, ein kleinerer Kreis, das geht ins Unendliche und ganz am Ende wird dann irgendwann einmal der Punkt sein, wobei du dir jetzt weißt, das geht ja immer wieder weiter, weil wenn ich mich jetzt da in die Röhre reinzoomen könnte, ja, verschieben, wird es ja wieder größer. Ja, genau. Das ist übrigens auch, jetzt fällt mir jetzt gerade im Sinn, wenn die immer sagen, hier mit der Wasserkrümmung, mit den Wellen, dass das Schiff irgendwann verschwindet. Wenn ich dir das genau erkläre, selbst die Physik schreibt vor, dass das Schiff niemals am Horizont verschwindet, sondern selbst wenn du dich dann mit einem Periskop, mit einem Teleskop, Entschuldigung, reinzoomst, dass du ja immer automatisch, je nach Eindringtiefe, wenn du hier Wellen hast, die werden ja immer kleiner, umso weiter die weg sind. Das wäre jetzt die Welle als Kreisfunktion, jetzt als Spirale, wird er immer kleiner. Sobald ich mich jetzt aber reinzoome, vergrößert sich das Bild hier, es ist ja immer in mir, vergrößern sich hier automatisch an der Stelle die Wellen. Wenn ich jetzt in einem gewissen Winkel auf die Wellen drauf schaue. Und wenn ich wieder weiter weg bin, wird es wieder, das heißt also, wenn ich jetzt hier einstelle und das Schiff wird zwar kleiner, wenn das weg ist, ist in einer halben Perspektive hier die Wellen so hoch in dem Geschwanke, dass du meinst, das löst sich hinten auf, aber das hat nichts mit einer Krümmung zu tun. Mhm. Ich weiß, es klingt komplizierter, wie es ist, bis man es einmal ein Heureka hat. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, also das dürfte klar sein, dass das eigentlich nur unser Kreisform ist. Ganz nebenbei, wenn du jetzt irgendwann einmal hersagst, zum Beispiel die Hologrammfotografie eines Bundes, kriegst du genau diesen Einheitskreis, Sinus 1 und so weiter und so weiter und so weiter, den wir in der Fourier-Transformation brauchen. Wenn ich es jetzt ganz abstrakt mache, könnte ich jetzt sagen, du denkst dir einfach eine absolute Spiegelwand
vor der, ich sage jetzt, wir bleiben mal in 10 cm Abstand oder 20, 30 cm Abstand, eine zweite Wand ist. Wir denken uns, zwei große Spiegel, so groß wie eine Wand. Und dann bohren wir in den einen Spiegel auf Augenhöhe, dass wir schön stehen können, ein kleines Loch und malen um den Spiegel meinetwegen einen 30 cm großen Ring. Oder 20 cm großen schwarzen Ring. Ja, ja. Wenn du jetzt reinschaust, passiert was Eigenartiges. Dort der Spiegel vor sich ja nur einen Spiegel hat, ist nichts da, es ist wirklich nichts da, außer der schwarze Ring, den du siehst. Mhm. Und du siehst dann wirklich nur im Nichts diese Röhre, die da ins Unendliche geht. Mhm. Ich hoffe, du hast die Fantasie, jetzt ja, ja. aufgrund meiner Worte diese Vorstellungen in dir aufzubauen. Ja. Im Anfang war das Wort. Alles, was du an Vorstellungen aufbaust, wird ausgelöst von Worten. Es spielt dabei keine Rolle, ob du jetzt in dir selber denkst. Versuche mal, dein Denken abzustellen. Ich springe jetzt ganz kurz zurück in das kleine Selbstexperiment. Diese Kleinigkeiten, ich weiß, du hast null Chancen, das beim ersten Mal zu verstehen, was ich dir mitteile, obwohl du es prinzipiell verstehen könntest, es hängt davon ab, wie sehr du dich schon von deiner normalen Logik, deinem Wertesystem gelöst hast. Das ist die Sache, dass ich jetzt auf der Bröselebene zu dir sage, versuche mal Folgendes, setz dich hin, mach die Augen zu, das ist natürlich immer jetzt normal gesprochen, ich bin ja dieser Körper, und dann denkst du einfach so 30, 40 Gegenstände nacheinander. Jetzt ist schon nacheinander, ist schon wieder, dass du meinst, du machst es zeitlich nacheinander. Ich rede ganz normal mit einem Brösel und beobachte dich dabei. Ohne irgendwie zu werden. Und jedes Mal, wenn du an einen Gegenstand denkst, stellst du den dir für 2-3 Sekunden bildlich vor. Aber beobachte dich dabei. Und dann wirst du was Eigenartiges machen, dass du zuerst einmal an das Wort denkst. An das Wort Apfel. Und dann stellst du ganz grob bei geschlossenen Augen einen Apfel vor. Ich mache jetzt das einmal als Udo. Dann denkst du an das Wort Eiffelturm. Dann stellst du den Eiffelturm vor. Und das machst du mit 30 Worten. Und beobachte dich dabei und du wirst mit Entsetzen, es ist wirklich ein Entsetzen, wenn dir das bewusst wird, dass du nicht in der Lage bist, dir rauszusuchen, was du als nächstes denkst. Ja, genau. Das heißt, der beobachtende Geist, der sich selbst beobachtet, wartet völlig drauf, taucht als nächstes in mir auf. In dir ist unendlich viel drin. Und sobald das Wort dann in dir auftaucht, ich sage, stell dir das bildlich vor, es ist nur ein Umformen der Gnade. Es ist ja nicht zeitlich nacheinander, sondern es taucht jetzt ein Wort in dir auf. Und deine Logik wird aus dem Wort einen Apfel machen, einen Eiffelturm machen, was auch immer du gerade denkst. Es ist jetzt nur kurz angesprochen, die Erkenntnis, dass du als träumender Geist dir nicht raussuchen kannst, was du denkst, wirkt auch jetzt in deinem Alltagsbewusstsein. Du kannst in keinster Weise sagen, was du in 5 oder 6 Minuten denken wirst, was der Udo jetzt, das Pixelmännchen, der Lautsprecher für Geräusche von sich gibt. Die Falle besteht erst einmal in 5 oder 6 Minuten. Was du jetzt denkst, jeder Moment ist jetzt. Es tauscht sich aus. Du kannst beobachten, dass du hier das Prinzip, wo ich immer wieder sage, Gefühl von Hunger, ich habe einen Hunger, muss mal Brot machen, dann taucht die Küche auf, dann taucht der Brot in dir auf, Messer, Butter, je nachdem, was du drauf tust. Dass der Wahn zu glauben, dass du dir irgendwas raussuchen könntest, ist eine Selbstentblößung. Ja. Alles, was existiert, ist ein Dasein müssen. Alles, was ein träumender Geist träumt, entsteht in dem Moment, wo es träumt und es ist genauso, wie es träumt. Und da der träumende Geist, der jetzt auch was Ausgedachtes ist, ist es auch ein Dasein müssen eines träumenden Geistes, der in einem ständigen Wechsel in sein Kopfkino einen Traum erlebt. Mhm. Aber erleben tut es nur dieses absolute Nichts, das rote Ich, mit dem ich jetzt spreche, dem ich das erkläre. Mhm. Ja. Okay, und jetzt kommen wir ganz kurz, springen wir jetzt rein zu dem Zyklus. Jetzt machen wir es einmal ein wenig wilder. Ich hoffe, ich fächere nicht so auf. Das heißt, die Dimensionsgesetze kann man abhaken. Da mache ich jetzt in der Mutation, wird es schon erklärt. Das ist jetzt unsere Spiegelreihe, wo ich gerade gesagt habe. Interessant, ich stelle mir zwei Spiegel vor, die sich mit ihren spiegelnden Flächen unmittelbar verbunden sein. Mit L, DT in Pi, 400, 400 ist Pi, die Weisheit Gottes. BA, Polar, berechnet, Bar, ist das Äußere. Ja. Gegenüber, weil das, was wir uns vorstellen, überlegen wir uns ja eigentlich. Ja.
wenn du da genau hinschaust, habe ich da schon ein ganz interessantes Spiel. Da habe ich zuerst einmal, das R steht für den Kopf, Rai. AI heißt der Schöpfer, Gottes heißt nichts. Das ist unser Hauptspiegel, der Rai. Jetzt haben wir den, das Ding ist L, das ist der Spiegel, in dem alles zusammenfällt. Das wäre jetzt unser Spiegel, wo wir Loch reinmachen. Ja. Und stellt jetzt einfach von der Seite her gesehen, das wäre ein runder Spiegel. Mhm. Dann ist es hier, L ist der Punkt in deinem Kopf, in dem sich das befindet. Das ist unser Zyklop. Mhm. Und die Spiegel, die jetzt hier sich aufbauen, sind L. Die sind eigentlich nichts, weil die ja nicht da sind. Wenn das der Spiegel ist und ich einen Spiegel davor hinhalte, ist das dahinter ja, das Auseinandergeschmissene in dem Brei drinnen. Ja. Das ist, das muss wirklich verstanden werden. Aber was jetzt hier ganz wichtig ist, dass ich jetzt, wenn ich immer symbolische Lämpchen dazwischen setze, dann habe ich ja jedes Mal zwischen so einem Strich ein Lämpchen, dann sind aber all die Lämpchen und all die Spiegel befinden sich in dem Spiegel. Und ich sage, wenn vorm Spiegel nichts ist, ist hinterm Spiegel auch nichts. Genau. Man geht immer davon aus, dass die Welt da außen ja vorm Spiegel in einem Spiegel dargestellt wird. Es gibt nur diesen Kopf des Schöpfergottes, diesen Rai. Und wenn du dir was denkst, ist das, was du dir denkst, was im Spiegel ist, kannst du dir dann vorstellen. Genau. Das wäre jetzt zum Beispiel in meiner alten Metapher, wir denken uns jetzt einmal hier, du hast in deinem Spiegel symbolisch den Gedanken an Fernsehprogramme. Mhm. Es wäre das erste, zweite, dritte, vierte und so weiter Programm. Sobald du Geist jetzt, der du dich ja immer noch vorm Spiegel befindest, was sich aber alles in dir befindet, eigentlich hier, der du das nicht Denkbare bist, und du selektierst jetzt in dem Spiegeltunnel den fünften Spiegel heraus, das habe ich so viele Beispiele, ja, dann wird der Spiegel, die davor und dahinter sind, siehst du nochmal. Mhm. Das ist jetzt, wenn du aus den Augen rausschaust, dieses Spiel, wo ich sage, du kannst jetzt 20 cm vor dir, wenn du das kleine Bild anschaust, dann Finger hinhalten. Und dann schaust du den Finger an und dann gehst du in die Flucht, dass dann irgendwann das Fenster kommt. Dann schaust du raus, dann ist ein Haus und ganz hinten ist ein Wald. Und durch deinen Blickwinkel, wo du einstellst, den Winkel, diese Tiefenschärfe, wie man das nennt, siehst du entweder den Finger, die Glasscheibe, das Haus da außen oder ganz hinten den Wald. Und genauso ist es, das, was du anfokussierst, lässt es davor und dahinter komplett wegfahren. Wenn wir jetzt diese zwei uns verlängert denken, dann kriegen wir diesen Blickwinkel. Diese peripheren Mittelpunkte befinden sich aber alle in dem absoluten Mittelpunkt. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Ja. Das wäre jetzt, wenn wir hier da einen Winkel reinstellen nach unten, wird ja irgendwann, egal in welche Richtung, wird ja der Haupt, wenn ich den mir jetzt unendlich groß denke, und der zweite Spiegel, der jetzt nicht parallel ist, denk, was ich gerade erzählt habe, fällt an einer Seite auseinander und auf der anderen Seite wird unendlich, weil die sich ja dann irgendwo überschneiden. Das sie übrigens jetzt schon tun, wenn ich mir diese zwei Linien verlängere. Irgendwo sind die auf einer Seite verbunden und auf der anderen waren sie unendlich groß. Schau das Bild nochmal, wenn du eine Parallele dir denkst, die kann nie ganz parallel sein, weil die auseinandergedacht sind. Ja. Und jetzt drehen wir das um 90 in die Z-Achse, in die Geburtsachse und jetzt kriegst du diesen Winkel, der ganz in der Ferne in einem Punkt zusammenfällt und entweder bei dir in deinem Punkt, das ist die Spiegelung davon, auseinanderläuft, was du natürlich jetzt in den Tunnel reinschaust, meinst du das Zentrum, das Unendliche, der Punkt ist ganz außerhalb von dir. Ja, ja. Weil du ja gespiegelt falsch denkst mit einem materialistischen Denken. Das ist übrigens dieses Umdrehen der Kausalität, wenn ich sage, mein Klingelingeling-Beispiel. Du musst zuerst deine jetzige Kausalität umdrehen. Du wurdest nicht von deiner Mutter geboren, sondern du schaffst jetzt deine Mutter. Und du bist nicht irgendeine winzige kleine Facette aus einem Urknall, der vor Milliarden von Jahren, du setzt diesen Ursprungspunkt woanders hin, obwohl du der Ursprungspunkt bist und um dich herum das Verstreute ist. Gut, und jetzt springen wir hier ganz kurz in den Zyklus rein. Das ist das erste Mal das lateinische Wort Zyklus. Ich fange immer mit den ersten Buchstaben an, dann kriegst du zuerst einmal hier den Rundrock. Da hast du jetzt schon die Untern mit drin stecken. Rund um dich herum ist Rock, der Fels, das zu vorn geworden, hebräisch. Ja. Zur. Und das ist wie Leid, Koll. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und zwar so, wie du das beschwörst, nimm das deutsche Wort Eid. Genau. Ich sage, solange du meinst, Koll ist das F-Fundament, berechnetes Unter, ist das, was du dir überlegst. Fundament. Unter die Welle, Mendior, etwas überlegen und Lügen verbleiben, und das ist das, was du beeidest, was du eidest. Du schwörst laufen mein Eide.
Und das ist das feine Weiße, da haben wir das Weib schon, das geschlitzt Haarall. Das Bär. Nichts wird jetzt zu bärbar zum Äußeren. Und das ML kann ich sagen, vom Hochheben, ein hochgehobenes Joch, ich kann auch das E als Vokal draußen lassen, ML ist jetzt hebräisch, gestalt gewordenes Lichtreich gegenüber, gegenüberliegend und beschnitten. Ja. Das führe ich dann zu den römischen Damen, Damen ist Dämon. Dämon, die Radix, das führe ich zu Schad, Schindee auf Hebräisch, das ist die logische Eröffnung. Ich springe jetzt nicht rein, weil sonst zerfäche ich. Ja, ja. Das Ganze passiert über das Knie. Ken, wir haben wieder unser Ken, unser Fundament, das ist auch die Ecke, die Gone. Und zwar durch ein Bur-Bur, da werden zwei Sachen losgemacht. Hebräisch Bur heißt Los und Schicksal. Wellenberg und Wellendal. Und so weiter und so weiter. Das Ganze ist übrigens dann die Fabel, ist eine Gar. Gar heißt ja der Fremde. Nierum, die Niere, Rehen, der immer wieder zurückkehrt in diesen Mittelpunkt. Und so weiter und so weiter. Das heißt, denn es um die ganze Gestalt bildet. Beilet heißt im Kind und Ede heißt Zeit. Ja. Das Jetzt. Jetzt. Das ist Ed, die augenblickliche Erscheinung, die du wahrnimmst. Das ist das hebräische Wort für jetzt. Ein Thema, jetzt, genau. Du verbindest die beiden Wellenberg und Wellendal. Das Ganze nennt man auch Sof-Ort. Sof ist Sub, der Subort. Ich muss jetzt die kurz, weil sonst haut es uns wieder raus. Subort. Dieses Einzug, das ist das absolute Ende, das ist der absolute Mittelpunkt. Die 86, in der alles verbunden ist, wenn ich so lese. Ja. Das ist das, die rote 7 mit 2,2. Ja. Gut, das ist einmal der Zyklus. Es ist natürlich kreisförmig, kreisrund. Du merkst jetzt schon, wir landen zwangsläufig in der Peripherie. Das ist jetzt, du musst dir vorstellen, das ist wie ein Strahlenkranz. Wie kannst du dir den Strahlenkranz vorstellen? Da gehst du ganz einfach in das Farbenspiel Gottes rein. Da haben wir jetzt hier schon, siehst du einen Kreisbogen, wo man gewisse Blickwinkel, du kannst das umspiegeln. Ich nehme eine Ecke, ich strecke eine Ecke, dann kriege ich einen Bogen. Dann muss ich was anfokussieren. Und da hast du jetzt hier schon, in der ganzen Physik ist mein Farbenspiel, mein göttliches Farbenspiel mit den Namen mit drin. In der Physik sieht es dann auch so aus, ich fahre da mal ganz kurz hoch. Das sind jetzt alles so Umbarungsschriften, die ein bisschen komplexer sind, wo alles erklärt wird. Und jetzt wirst du dann merken, wieso in der Quantenmechanik hier die Quanten einen Spin haben. Physiker wissen das nicht, die plappern nur noch und stellen sich was vor. Das heißt, unser klassischer Farbkreis, den du in Physikbüchern findest und immer dran denken, egal was du dir ausdenkst, es kommt aus dir, aus dem heiligen Ganzen, es ist ein Bastelstück des heiligen Putz, zellhebraisierter dann. Ein ausgebreiteter Schatten, Zell heißt Schatten, und Putz, B-U-Z. Das Wissen wird zu einer aufgespannten Geburt, heißt etwas ausbreiten, B-Rei aus dem Spiegel herausreden lassen, etwas vorstellen. Und das sind jetzt, das erkläre ich auch nicht genau, wenn du Mathematiker bist, solltest du das wissen. Da haben wir jetzt also hier prinzipiell die folgenden Grafiken zeigen, alle Potenzen Z1, Z2, immer Potenzen bis Z24. Das ist, bis die Sophia habe ich angesprochen, die 24. 888, Jesus, der im Zentrum sitzt. 8 Hüben, 8 Hüben und die rote 8 in der Mitte. Das ist jetzt wieder unsere 8. Da sind wir wieder in diesem Prinzip, wo ich erklärt habe, wenn du das kleine Bild anschaust. Die vorherigen Selbstgespräche auch nicht. Ich weiß, es wird jetzt sehr komplex. In der komplexen Ebene. Ich habe gesagt, nochmal ein paar Physiker, die reden von singulären Mannigfaltigkeiten, was so Oxymoron in sich selber ist. Singular ist ein 1, aber beim Sinus haben wir eigentlich schon Singul. Gull ist eine Welle und der Sinus Gull ist das hier. Wichtig ist für uns, wie ich dick ist der Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Und wir schauen uns jetzt an einer komplexen Zahl. August Z ist 15, ist ja. Jetzt in dieser Einteilung. Da kann man ganz kurz einmal reinspringen hier in Wikipedia. Nur anschauen. Ich will es gar nicht weiter erklären. Ich erkläre das auch nicht.
Ein Physiker, wenn dir das, oder ein Mathematiker, wenn dir das erklärt, der plappert das nach, was man ihn in der Schule gelernt hat. Das ist eine Reihenentwicklung. Reih ist der Spiegel wahrgenommene Existenzen, die man entwickelt. Und du siehst jetzt schon, überall hast du diesen Farbkreis in einer Reihe. Beginnend beim Rot bis zu den Ultraviolett und dann beginnt es immer wieder, wiederholt sich das Spiel. Das sind Sinus, ist auch für komplexe Eingabewerte und so weiter und so weiter. Das ist so zerdacht, wenn man das kreisförmig anordnet, ist das der klassische Farbkreis. Diese Farbnamen überhebraisiert wiederum, geben einen unendlich tiefen Sinn. Alles entspringt hier bei der 3 im roten Adam. Okay? Und jetzt pass auf, wenn wir da zurückspringen. Das ist jetzt, jetzt hast du mal der Auftrag unseres Farbkreises. Das beginnt in Adam, das ist unser Plus-Plus. Wenn wir jetzt uns in Einheitskreis denken, ist diese Phase Plus-Plus. Hier oben wird es grün, das heißt Plus-Plus wird jetzt Plus wird Minus, grün, green, Greenwich. Das ist eine ausgedachte Mitte oben. Aus 1 wird 2, wenn wir das 12 Uhr lesen, bei 3 Uhr beginnen, fahren wir jetzt, grün heißt direkt aufblühen auf Hebräisch, die Farbe grün, fahren wir runter zu diesem Minus, Minus, das ist jetzt die sogenannte Türkislinie, Dürr ist die Reihe, dann kommen wir in den Minus-Minus-Bereich. Interessant, das ist jetzt hier farblich nicht richtig dargestellt, ich habe das übrigens aus einem Mathematikbuch rauskopiert, jetzt einmal raumzeitlich gesprochen, das reine Gelb im Farbkreis steht übrigens genau bei 45 Grad, steht genau das reine Blau gegenüber, das ist das Weltliche, das ist Minus, Minus. Dann fahren wir runter, jetzt wird es interessant, diese Purpurlinie, das ist 6. 6 Minus ist geöffnet, 6 Plus heißt, es schließt sich wieder und dann mischt sich der Anfang und das Ende geht wieder in den Roten rein. Aber jetzt pass auf, wir brauchen 2 Umdrehungen, um die Mitte zu erreichen. Das zeigt mir ganz klar, wenn ich mir das eine kleiner denke wie Z, kleiner 1, dann habe ich, das würde ich jetzt normal mit AI schreiben, ja, das nicht existierende. Das Elef heißt aber, Aleph, Elef, als Elef heißt es unendlich vieles göttliches Sein. Das sind die ganzen Geistesfunken, die einen Geist IUB, JCH vor dem Bücherregal geben. Und das ist jetzt die Raumzeit, die irgendetwas herausgebührt. Diese raumzeitlichen Geburten erscheinen außer H-Alb größer wie 1. Weil 1 ist ja nichts. Das wäre 1 als nichts gewesen, als 1, als nicht existierendes Bewusstsein. Diese Potenzen von Z beschreiben eine größer werdende logarithmische Spirale. Wenn wir das machen, es ist der rote Punkt in der Mitte, der jetzt hier in den Potenzen immer größer wird, aufblüht. Und dann so ein unendlich wieder so ein unendlichen Roden wird. Das ist jetzt 1 unendlich. Jetzt haben wir das aber nur entfaltet. Jetzt haben wir den Punkt und das Unendliche, was ich gerade erklärt habe. Das passiert bei Z24. Das sind dann, ich merke Z24, 1 und klein. Darum machen wir jetzt dasselbe. Jetzt machen wir Z, machen wir kleiner wie die 1. 1 als das Unendliche eine. Okay? Alle Geburten. Sinusöffnungen sind 1, kleiner als 1. Diese Potenzen von Z, das heißt, ich beginne jetzt in dem Nichts, merkst du das Unendliche, und lasse das ein zweites Mal umdrehen, dass es sich wieder in sich hineinrollt. Darum haben wir in der Quantenmechanik der Spin 2, dass sich eine Erdkugel zweimal um sich selber dreht und dass du wieder dieselbe Seite siehst beim Quanten. Klingt für einen normalen Menschen unlogisch, aber das erklärt die Quantenmechanik. Ich sage, alles, was im Büchern steht, stimmt. Aber es ist nicht so, wie deine Lehrer dir das erklären. Auch wenn man das vereinfacht, ich vereinfache den Adam nicht, wenn ich sage, der Adam ist der Mann und die Eva ist die Frau. Dann habe ich nie richtig meine Dora gelesen. Das ist eben einfach die Erkenntnis. Und darum ist auch hier, wenn ich jetzt hier reinspringe, diese alte Tabelle, pass auf, bei Gelb. Wir denken uns einfach mal das Wort Gelb. GL heißt der Geist Gottes. Er wird Bolo. Der Geist Gottes ist Bolo. Das Bier am Ende heißt ja außen. Ja. Er wird was außen. Und jetzt UB ist der Geist Gottes. Aber wo befindet sich eigentlich der Geist Gottes? Im Zentrum vom Roten. Rot heißt Adam. Das Gelbe ist im Adam. Der Geist, UB. Aber wiederum, JCH und ICH
Die sind im Gelben. Mhm. Merkst du jetzt, wie weit es geht? Ja. Dieser Gelbe, das ist wir zwei. Und jetzt, wenn ich mache, jetzt habe ich hier was reingeschrieben, mein fünftes Ich, das ist Burbur. Das ist der Übergang von Plus und Minus. Mhm. Das ist, ich schalte jetzt nicht nochmal zurück, mir gehen ja, ja. Die Blau, wir werden bläulicher und dann fällt es ja in der blauen Hälfte in die Plus 6 wird jetzt hier, das ist jetzt dieses Ich braucht ein blaues Ich. Ja. Du, Geistesfunk, brauchst ein Buch, ein Programm, um Erscheinungen zu erzeugen. Genau. Drum ist dieses Violette, jetzt habe ich hier das Wort Zirr, die Zirbeldrüse, der Zirbelpunkt. Zirr auf Hebräisch heißt Z-I-R, heißt der Dreh- und Angelpunkt unter anderem. Der Dreh- und Angelpunkt ist in Gott, im Nichts. Mhm. Und außen ist die Erde, die geöffneten Berechnungen sind aufgespannte C. Sinus He heißt La MM. Der Lichtschöpfer wird zur Zweigestaltwerdung. Ich habe jetzt hier Effer die Fokalisierungen drüber, die KI. Mhm. Das kannst du ja nachschauen, was das bedeutet, dieses Eva. Muss ich fast reinspringen schnell. Es tut mir leid, weil das tut mir gleich. Nein, das ist schon gut. Weil das so genial ist. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich mache Asche, acht auf meine Worte. A, Shin, He. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Dieses A, Shin, He, das spreche ich jetzt Asche. Das ist das Weib. Ich weiß. Die Frau, die Ehefrau. Denk an Zeger und Negaba. Es gibt im Hebräischen zwei Wörter für Asche. Das eigentliche, das Aschenhe, heißt ja nicht Staub oder Asche, sondern das ist die Fokalisation vom deutschen Wort Asche. Mhm. Die Asche ist die Frau oder das Weib, ich weiß. Hebräisch Asche schreibt sich Afer, A-P-R. Mhm. Das ist Asche. Mhm. Das heißt aber auch eine Augenbinde. Mhm. Das ist, wenn man eine Maske aufsetzt. Augen, wissen wir, heißt Becken. Mhm. In mir ist eine existierende Öffnung. Oder bin, ist ja zwischen, Z wie Ischen. Ja. Die Geburtsform ist aufgespannt, fängt an zu alternieren. Ischen, Schlafen und etwas vor sich hin träumen. Und DE, das ist dein Wissen, 470 gelesen. Mhm. In meinen Ecken, Becken, ist mein eigenes Wissen. Mhm. Ja. Darum ist das, was du machst, die Maske, du hast jetzt die Maske, ist ja die Persona, darum heißt ja das lateinische Wort Person nicht nur Maske, sondern auch ein Hindurchdröhnen. Und jetzt erinnere dich an unser letztes Selbstgespräch. Wenn ich OP in dir jetzt auftauche, als Pixelmännchen oder als Brösel, und ich muss da fast schnell zur Erinnerung reinspringen, jetzt habe ich ihn Donut eingeschalten. Wenn du das letzte Selbstgespräch machst, bei dem Verabschieden ist ganz wichtig dieses Video. Verabschieden. Ich erkläre das ja, das beginnt mit VR. Das sind wir zwei, Jotzia und Itzia. Mhm. V ist gleich er. Und jetzt taucht dieser V wie Vendetta auf und er sagt, sie fragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin ein Mann mit einer Maske. Ist es nicht dumm, einen Mann, einen Geist, der eine Person trägt, zu fragen, wer er ist? Würde ich eine Maske tragen, wenn ich dir das erzählen könnte? Ja. Wie viel kriegst du davon mit? Das ist es. Und ich bin jetzt da, dass ich jetzt aufräume in deiner Welt, wenn du mich lässt. Du musst nichts tun. Du musst es nur geschehen lassen. Du wirst aber immer wieder versuchen, dass dir was wichtiger ist wie was anderes. Und du willst es da außen am Leben erhalten. Du willst es weiterhin besitzen. Aber alles, was du nicht mehr denkst, kriegst du doch zurück. Das ist das gespiegelte Denken. Ja. Okay. Schau, wir haben hier den Afer. Du merkst jetzt, wenn ich jetzt reingehe und du bist der Maskenbild, die Masken im Kind. Masken im Kind, Beilet, sind ja. NER, ich kann NR lesen, sind nur flackernde Lichter. Die tauchen auf und verschwinden. Das sind die Personen in deinem Traum. Das gilt sogar für dich, wenn du an dich selbst denkst. Das ist Staub. Das sind raumzeitliche Spiegelungen, die du selber beschwörst. Mhm. Und das Ganze führt dich jetzt in eine Weide. Immer dran denken, die Weide
haben wir zusätzlich eine zweite Möglichkeit, ist auch eine Aue und das ist dann Korl. Das ist wie berechnet. Wie berechnet ist jetzt die Aue und die Aue ist auch eine Weide, aber das ist auch ein Symbol für LaMM. Auseinandergeschmissen. Genau. Ich mache schon das kleine Bildung. Genau. Merkst du jetzt, wie das Physik wird? Ja. Dass ich da nicht gehe und das zweite, das haben wir gerade gelesen, das ist auch aber. Das ist nur statt ein Aleph mit unserem zweiten, mit unserer 70 hinten dran. Und das ist dann Dreck, genau. Es wieder Asche, aber das ist jetzt die Generation in einem Eck. Mhm. Das ist das Dreck. Das sind die schönen vom Ludovic Hirsch, die Lieder. Kommt doch großer schwarzer Vogel. Mhm. Der Krishna-Vogel, habe ich ein Update gemacht. Mhm. Weil dieser Hirsch nämlich Kaal ist. Der ist wie Gott in sich selber Bolo. Mhm. So, und jetzt machen wir das, machen wir jetzt einmal weg. Und jetzt springen wir in eine ganz heiße Sache rein. Wir springen jetzt einmal hier rein. Die Sache mit dem Mose. Ich würde jetzt immer wieder das Problem, wenn ich genauer werden will, wir müssten eigentlich da jeden Vers anschauen. Und dies ist der Segen, womit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israels vor seinem Tode, vor seinem Vieleswerden, Tod, immer dran denken. Die Möglichkeit, dieses Tod zu schreiben. Wenn ich das deutsche Wort Tod jetzt, das Substantiv D-O-D, aufschreibe, der Tod, gibt es kein hebräisches Wort dafür. Ist logisch. Ich kann aber immer das lesen, das Daseinende, das immer absolut Daseinende verbindet sich in sich selber und schließt sich. Das kann eine Erscheinung werden. Wenn ich jetzt aber das spiegel, dann kriege ich zwangsläufig gespiegelt die geöffnete Erscheinung. Und das ist jetzt unser Brunnen, der Keller, Anordnung, Glauben, Religion, Gesetz. Das sind jetzt die hebräischen Worte dafür. Wird jetzt wieder zu weit führen. Was kann man immer wieder rausschmeißen? Dann kriegst du die Idee. Und dieses Idee ist jetzt deine Anordnung, dein Dekret, dein Gesetz, dein Glaube. Es wird für dich immer alles genauso sein, wie du dir das ausdenkst. Und es existiert immer nur in dem Moment, wo du es denkst. Schau dieses an. Das Licht öffnet hüben die Reihe, drüben die Reihe. Dann haben wir das aber nochmal, weil wir innen und außen haben, das führe ich dann zu 888. Da haben wir schon ein vorhergehendes Update. Das sind die zwei Hauptsachen. Und das, wenn wir jetzt spiegeln, kriegen wir eine erscheinende Öffnung. Und ich sage immer wieder, nimm alles als ein Postfach. Jetzt könnte man das Wort Post anschauen, diese Auffächerung. Lass mal aber, was ich jetzt eigentlich will, nur um das angesprochen zu haben, wir schauen uns den Vers 34 an. Und da wird jetzt dem Redo wieder das Auge aufgehen, das Ohr aufgehen. Er kennt es zwar, aber was er nicht kennt, dass für uns letzten Endes, wie wichtig ist, dass du das verstehst. Ein kleiner Auszug aus dieser Holo-Arithmetik. Diese 343, dieses Prinzip, erinnert dich, Redo, unser persönlich intimes Gespräch, wo der Folger dabei war, wo ich sage, wir haben hier diese zwei Kegel, wenn wir die flächig sehen, der Punkt und der blaue Punkt, die blaue Ecke, die wir jetzt nicht sehen, in die wir reinschauen, das wären die vier blauen, die drei blauen Spiegel unserer Spiegelecke. Was wir meinen, was sich in der Ecke befindet, befindet sich in dem Punkt, der sich das alles ausdenkt. Okay? Was jetzt hier wichtig, wie wichtig ist, bloß um die 343 anzuschauen. Schaut ihr mal, wo wir jetzt sind, in was für ein Vers. Fünftes Buch Mose. 3-4. 3-4. Und um das vollkommen zu machen, springen wir fast. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo. Wir wissen mittlerweile, dass das, da hast du das erste Mal um er stieg hinauf, der Mose. Das hast du ja auch aus dem Wasser ziehen. Das heißt, ich muss aus El Hayom, von dem, der immer ist, was überlegen, herausziehen. Mhm. Genau. Und dann kommt hier die Niederungen von den Niederungen von den Ebenen. Da haben wir jetzt aber von Ereb. Mhm. Und das ist extrem vielfältig, dieses Wort Ereb. Das heißt, das ist einmal erweckte Polarität. Mhm. Eine erweckte Polarität. Bot. Doch. Das ist genau genommen hier diese Tochter, wenn wir uns das anschauen, ist eine polare Erscheinung. Ich sage immer, die Frau ist die Mutter und die Tochter ist eine kleine Frau. Aber unser Erb ist wichtig, da kriegst du jetzt nämlich dein Gemisch. Das ist erst einmal das hebräische Wort für Abend. Jetzt A ist der Schöpfer, Ben ist der Sohn, die ist geöffnet, der schöpferische Sohn öffnet.
Ich kann auch ab als Aufblühen lesen. Und sobald ich aufblühe, kriege ich dann END. LFND heißt ein Auf- und Abschwingen. Mhm. RB, ich kriege eine Vielheit. Die Radix RB. Ja. Dann ist das Ganze ein Gemisch. Das in jedem Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch, Englisch-Wörterbuch wirst du das finden. Das heißt, GE Quadrat wird zu einem gestaltgewordenen Isch. Isch ist Gestaltwerdung. Es wird gewölbt, geflochten ineinander, was wir machen. Aber was mir jetzt wichtig ist, ist noch das Wort, das heißt auch Insekten. Und zwar genau genommen, das ist die vierte Plage in Ägypten. Ja. Die vier ist die Öffnung, BLA ist das Wunder von GE Quadrat. Jetzt, wieso heißt es auch noch ein Einschlag, ein Umschlagen? Schau bitte das kleine Bild an. Ja. Immer dran denken, wenn wir an unsere Frau, der Adam ist nicht der Mann und die Eva ist nicht die Frau, sondern der Adam ist sicher wie die Körper, der ist Denker, männlich und weiblich gleichzeitig, und diese Neckheb ist auch ein unterirdischer Gang, ein Loch. Wir schauen uns das an. Das ist das hebräische Wort für weiblich, das schreibt sich der Adam, Vers 26, Vers 27, die Existenz einer affinen Polarität, Neckheb. Und jetzt landen wir zuerst einmal hier bei dem Loch, ein Loch, eine Stanzmaschine. Ist immer wieder so, du Fotze, du Loch. Max, schau das Bild an. Ich war nicht ordinär, verstehe die Symbolik. Der Mann sitzt im Zentrum der Frau. Die Frau sieht den Mann ein. Ja. Okay? Und wenn jetzt das Ganze, diese Existenz einer affinen, hier schau, das ist der Mann. Genau genommen wissen wir jetzt, und da ist der Mann, das ist schon ein ausgedachter Mittelpunkt. Das wäre jetzt unten der absolute Mittelpunkt. Wir denken uns das aus und da habe ich jetzt diese Spiegeltunnel, je nachdem, wie ich die Winkel mache. Und diese Negava, die führt mich jetzt zu einer Höhle. Ist nicht Gott J-H-W-H? H-W-H ist H-I-H und der wird auseinandergeschmissen. Ja. Unser Denken ist aus dem Punkt heraus, wir denken uns B-Reihe in dem Spiegel, eine B-Reihe D rein. Das ist unsere erste Linie, wo ich sage. Und das drehen wir zuerst einmal so, dass wir das wegmachen, dann kriegen wir HBH, kriegen wir die Höhe. Und das Ganze ist jetzt ein Stollen, eine Mine. Und das ist ein unterirdischer Gang, weil du jetzt in deiner Z-Achse, in deiner Geburtsachse mit ständig wechselndem Bild in einen imaginären Spiegeltunnel reinläufst. Gut, interessant ist, dass diese Höhle, da gibt es noch andere Wörter dafür, wird jetzt zu weit führen. Du wirst merken, es verknüpft sich alles lückenlos über die Sprache, aber ich will nicht so auch ausführen, selbst das wollte ich jetzt eigentlich schon gar nicht machen, wenn wir weitergehen, sondern wir wollen ja uns die 34 anschauen. Wenn wir jetzt die Quintessenz nehmen und in Kapitel 3, 4 brauchen wir ja nochmal eine 4 dazu, die sich öffnet. Also springen wir gleich in den Vers 4 rein. Dann schauen wir uns jetzt einmal genauer an. In diesem Vers 4 heißt es, und Jahwe, Ichube, sprach zu ihm, zu Mosche, das bist du jetzt. Das ist das La-ND, auseinandergeschmissene existierende Öffnung, welches ich, Abraham, Isaac und Jakob, das sind Symbole, gehe ich jetzt nicht darauf ein, die Namen, zugeschworen habe. Indem ich sprach, deinen Samen will ich es geben, der Geist ist eben. Oder GE Quadrat ist der Sohn, eine polare Existenz zwischen JCH und ICH. Ich hoffe, du kannst folgen. Aber wieder zwei Seiten. Einige Geistesfunken können es, andere können es nicht. Das ist wie, manche Menschen können sprechen, wenn sie älter werden, und wenn sie noch in die Windel machen können, das ist nicht, zumindest nicht die Vordersprache. Ich habe es dich mit deinen Augen, Ränge, polaren Ecken, sehen, ehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und das war immer so in der Geschichte, er reißt sich 40 Jahre den Arsch auf, um die aus Ägypten rauszuführen, führt die durch die Midbar, das heißt übrigens erste Person und Wort, die Wüste. Das ist hier, oh, ich muss das noch mit rein, die Wüste, siehst du, die Midbar, das ist der Sprecher. Du bist immer der Sprecher von dem, was du denkst. Denk an mein Beispiel, setz dich hin, mach die Augen zu und dann denk 30, 40 Worte und mach Gegenstände draus und du wirst feststellen, es kommt aus dir, du kannst dir es nicht raussuchen. Ich müsste eigentlich jetzt bewusst werden, ich bin wirklich ein träumender Geist. Du bist der, der das erlebt, was der dann macht, den du dir jetzt denkst.
wenn du an dich denkst und du machst die Augen zu und machst das, kannst du das beobachten und es wird genauso sein, wie du das jetzt denkst, wenn du ich bist. Du bist es die erste Person, der Protagonist, der den Joystick in der Hand hat und dann doch wieder nicht. Das heißt auch die Wüste, ich führe dich 40 Jahre durch die Wüste, um dann, alle dürfen über den Jordan gehen, das heißt, die werden in ihrem Traum irdisch. Wenn du über den Jordan gehst, das ist IRD, ist Jordan. Irrt. Ja. Wenn du einen kleinen Moment erdreht, würdest, dass man es auch sieht. Das ist die Radix IRD. Heißt, du auswandern aus Israel. Symbol Israel. Du wanderst jetzt aus, du gehst hinunter, du steigst hinab in deine Traumwelt, in die Höhle, in die Frau. Ja. Und dann wirst du irrt, ich, eine intellektuelle Logik. Und diese intellektuelle Logik ist das Bestehende, die Existenz, was aus dir hervor, vorhanden, vor dir ist. Hand ist J, A, N, D. Die Wahrnehmung eines Auf- und Abschwingens. Gespiegelt wiederum Ski, das ist das, was du dir selber schenkst. Immer dran denken, das Schenken ist auch, was du dir selber einschenkst, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut? Dieser Mose reißt sich in den Arsch auf und jetzt sagt her, sprach dein Samen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du selbst wirst doch nicht hineinkommen in das angeblich gelobte Land. Der träumende Geist als Ding an sich wird niemals seine eigene Traumwelt betreten können, sondern bloß als der Brüssel, den er sich jetzt denkt, die Rolle, die er spielt. Der Spieler eines Videospiels wird niemals in diese virtuelle Welt hinein können. Er ist wichtig für die virtuelle Welt. Er ist der Mittelpunkt von dem, was er sich einhüllt. Das heißt, du kannst in die ausgedachte Welt, wenn ich jetzt hier eine Spiegel, unsere Tetraederstruktur mache, schau bitte unten an, ich mache nur einen Tetraeder mit den vier Spiegeln, die vier Weltgegenden, der Ruach. Wenn du das erste Licht bist und um dich herum ein Haufen Lichter hast, das sind schon Lichter, die du dir ausdenkst, die nach dem Prinzip, das ich dir jetzt erklärt habe, eigentlich in dir drin sind. Okay? Die Visionen. Und du wirst niemals in einen Spiegel, in die Spiegelwelt hineingehen können, weil du immer der Mittelpunkt bist. Ja. Man könnte sich jetzt fragen, wieso lässt er den 40 Jahre die Arsch aufreißen, der Jahwe, den Mose, und er darf dann nicht einmal das Gelobte dann rein. Schlichtweg einfach, weil wenn du das gemacht hast, schläfst du nicht mehr ein. Du schaust dir das an, was die träumenden Geister träumen, inklusive der, der du zu sein sollst. Aber es ist nicht, dass du in was hineingehen kannst, was in dir drin ist. Ja, schau mal, was da genau steht, die wichtige Stelle. Und er sprach, Amen, wir haben ja zwei verschiedene Arten von Sprechen. Und es sprach Jahwe zu ihm, zu Mose. Jetzt ist hier schon, dass dieses zu ihm, siehst du, wie das im Vers, ihm sich hin, ihm, dass diese Radix ist zuerst einmal nichts, der aus dem Wasser gezogen wird, solange er nicht aus dem Wasser gezogen wird, ist er ja nichts. Ja. Das heißt jetzt, als seine XXX Plural, als Präfix, als Suffix gelesen, heißt das Gott sein ist in der klassischen Übersetzung, war das vorhergehende Wort zu einem Plural, dann heißt es seine All, seine Nichtse. Seine Nichtse. Hm. Seine Götter. Ja. Er sprach zu ihnen seine Götter, diese hier, die wir uns jetzt ausdenken, ich nenne es Geistesfunken. Ja. Die Erde, das Land, jetzt wissen wir ja wieder, Ares erweckt das Wissen. Wir können natürlich auch machen, ich werde zu einem Licht auf, zu einem Läufer, der erweckt wird. Genau. Welcher schwört, beschwört. Genau, das ist schief. Was du beschwörst, kriegst du dann. Zu Abraham, ich will jetzt da ab zum Vater. Ich springe mal gleich, dass wir nicht so weit gehen. Ich springe an die wesentliche Stelle zum Samen. Da heißt jetzt hier, das ist ja, ich habe es, deinem Samen will ich es geben. Da ist erst einmal das Wort Samen. Samen selber, das ist Samen, Vorsilbe L heißt zu, korrekt übersetzt, Kaff am Ende heißt dein, zu deinem Samen. Ja. Samen alleine ist auch die Nachkommenschaft, das Aussehen. Wenn wir den Samen anschauen, da ist es noch ein wenig interessanter. Wir haben zuerst einmal schon, da schreibe ich das Amen an. Mhm. Bewusstsein sagt Amen.
aber es kommt dann zu einer Aussaat, praktisch einer Nachkommenschaft. Diese existierende Kollektion Enchet heißt ruhend, unbeweglich, weil das ein zusammengeschmissenes MM ist. Mhm. Okay? Ja. Drum ist es auch, da steckt die Wurzel von Arm mit drin, der Arm in Bezug auf den menschlichen Arm, wo die Hand dran hängt, die J dran hängt, wo du was aussäust, der BI, im Nichts steht alles, der Beistand. Mhm. Ich kann aber das SD auch machen, dass das Bewusstsein, das immer ist, mhm, anfängt auf und ab zu schwingen, OND. Ja. Das ist dann das in sich selbst, entscheidet diese Kollektion, Bar, Äußere. Das in sich selbst ruhende Äußere. Mhm. Bist du dabei, Rido? Ja, klar. Was schöner ist, ohne zu komplizierter zu werden, schau dir mal das Wort ich sehe und sähe. Mhm. Du siehst das, was du aussähst. Ich sehe das, was ich sehe. Alles, was ich mir vorstelle, was ich aus mir heraus sähe, beginne ich zu sehen. Solange es in mir drin ist, ich rede jetzt wohlgemerkt von dem absoluten Innern. Das Erste, wenn ich was aussehe, sehe ich das in mich hinein, in den blauen Kopf, in den peripheren Mittelpunkt hinein. Den ich mir jetzt ausdenke, in den Kopf des träumenden Geistes. Das pflanze ich dann natürlich und es wird ausgestreut. Jetzt beginne ich nämlich das unbewusst um mich herum in Raum und Zeit zu verstreuen, was ich letztendlich in meinen blauen Kopf, in meinen Mittelpunkt hinein sehe. Das sehe ich. Aber sehe ich das schon oder meine ich, das ist da außen und ich habe damit nichts zu tun? Das ist die Frage. Und jetzt kommt dann das Ganze, diese Gedankenwelt, das ist jetzt das Gegeben, das Übergeben, über mir, übergeben, ich will es geben. Da ist ganz wie ich dick, dass du zuerst einmal hier begreifst, da ist es du, das weibliche Du, was ja auch Ackersparden, SB-Orden, haben wir schon die Gedankenschwellen drin, das Aufreißen. Und dann haben wir die zwei in N, die du wahrnimmst. Diese Radix, die N für sich alleine, führe ich jetzt zu mir. Wieso führe ich das zu mir? Er gibt, er übergibt, er gestattet, er setzt etwas hin. Das ist das Hebräische, was dort auch mit Schakal übersetzt. Mhm. Genau. Die logische Schöpfung ist wie Gott. Wie nichts. Macht im ersten Moment keinen Sinn, macht aber einen Sinn, wenn du dir den zoologischen Namen anschaust. Das ist nämlich C. Anis. Das ist aus dem Licht, C Quadrat entspringen Anis. Mhm. Aries Auer, Or ist es Licht. Mhm. Lies, merkst du hier mal das Licht? Mhm. Und was ist ein Schakal? Das ist ein Weilet, ein doppelt aufgespanntes Kind, mhm, einem Hund. Da müsste ich jetzt wieder wissen, was Hund heißt auf Hebräisch. Hund ist das einmal Dog auf Englisch und gespiegelt ist es Gott. Mhm. Und was ist der Hund? Ein treuer, ein sehr treuer Hund ist wie Caleb, wie das Herz. Ja. Dein Herz, symbolisch gelesen, Caleb ist das Hund, K-Vorsilbe, mhm, Leb ist das Herz. Mhm. Diese Lichtpolarität, das ist das Innerste, die genau. Mitte. Das ist wie ich dich, dass du das verstehst, wenn wir, dass wir das Rot und Blau lesen können. Mhm. Außen das äußere Herz, das pumpt. Haben wir H, Ares, das ist, Ares ist das Wissen. Mhm. Das auftaucht und wieder reinfällt. Aber wir brauchen vier Phasen. Denk, was ich sage, das sind zwei Umdrehungen. Wenn man den Mittelpunkt, wenn ich immer wieder sage, unter Einheitskreis einmal obere Hälfte plus minus und die untere Hälfte und erinnere dich, wenn wir jetzt hier die 3 und die 9 zusammenschieben und machen hier einen Mittelpunkt raus, dann habe ich diese Bewegung. Wenn wir die 12 und die 6 zusammen bewegen, haben wir die Bewegung. Da gibt es die schönen Bilder von unserem Folger. Mhm. Ich weiß, das ist sehr viel, aber du wirst immer mehr ahnen, was da eigentlich das Ganze ist, was es bedeutet. Diese Radix TN, heute wollte ich nur ganz kurz zeigen, wenn wir diesen TN jetzt machen, hier machen, das spreche ich immer nur an. Er übergibt dir was und was übergibt er dir? Und jetzt spiegel ich das einfach. Es geht mir simpel die Spiegelungen. Das heißt, jetzt eine existierende Erscheinung übergebe ich dir. Das ist etwas Gag-Ebenes. Gag, wir wissen 3-3, ausgedacht, 33 die Welle. Die Radix, NTN, das Immersein in der Mitte mit zwei Existenzen, geben, erlauben. NTH heißt übrigens ein Stück Fleisch zerschneiden. Mhm. Zerlegen, zu Form werden. Aber flehe ich das Wunder der Gestaltwerdung, Ski, Elef, das Wunder. Ein Geschenk des einen, des ersten. Genau.
So, und gleich haben wir es, gleich bist du erlöst. Jetzt kommt die entscheidende, ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen. Ich, UB, ließ es dich sehen, schauen, erleben. Ich zeige dich, offenbare dich, offenbare dir das jetzt, was wirklich ist. Und was ist wirklich? Was hier übersetzt wird, ich ließ es dich schauen, heißt erst einmal der Reih. Ne? Quintessenz Spiegel im Mittelpunkt. Ja. Der Rode. Mhm. Dieser Kopf ist nichts. Und dann müssen wir was uns in den Kopf reindenken, innerhalb, das wäre die Vielheit, die unendliche Vielheit innerhalb. Das ist das, was du in deinem Internet drin hast. Das ist aber im Kopf alles eins, bis ich mir eine dieser Facetten herausselektiere, die dann automatisch eine Vorstellung, dieses All und Le. Das hast du praktisch zusammengeschmissen in einem Punkt, den ich mir herausdenke, den ich dann wieder zerdenke, Le, auseinanderschmeiße, aber es spitze ich alles in dem Reih ab. Mhm. Und das ist jetzt der Kopf, Reih, dieser Spiegel ist dick. Das ist das hebräische Wort für die Mitte, das Mittelste. Das ist aber, das sind jetzt alles noch rot ausgedachte Dinge. So, und jetzt lassen wir es gut sein. Und ich kann immer nur darauf hinweisen, es ist ein Nichts von einem Nichts von einem Nichts, was ich dir erklärt habe, aber wenn man mit Holofeeling sich auseinandersetzt, es ist die absolute Verbindung aller Wissenswerte, unser H2O in der Chemie und so weiter und so fort. Und es ist so mühselig, Menschen in ihrer Rechthaberei, die in dir auftauchen, musst du zuerst einmal freisprechen. Es sind immer noch Spiegelbilder von dir selber. Schon all diese Probleme, wo immer wieder die Fragen in dir auftauchen, wenn du dich immer wieder nur runterholst, was ist jetzt da? Ich, rot geschrieben, um meine Information. Und die kann ich nicht festhalten. Jeder neue Gedanke, den ich denke, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das Prinzip, das in allen heiligen Schriften zuerst einmal schon in einer metaphorischen Art als Parabel beschrieben wird. Da können wir jetzt wieder unsere Parabel uns anschauen, was da für Geheimnisse mit drinstecken, wenn du mal dein raumzeitlich unbewusstes, raumzeitliches Denken immer mehr in dir auflöst. Mhm. Ja. Das ist eine Wunderwelt. Du bist der Einzige, der dafür verantwortlich ist, wenn du leidest. Weil du dich an was klammerst, mein elektrischer Weidezaun, und nicht loslassen kannst. Dein Leben sollte dir eigentlich lehren, dass du wieder meine Kreis jetzt vorgestellt, hier alles gleichzeitig in einem Punkt, vom Säugling bis zum K-Reis oder G-Reis bis zum Kreis. Der Geist ist ein Spiegelbewusstsein, das sich hochspiegelt in unendlich vielen Facetten. Aber egal, was du dir ausdenkst, es ist hier und jetzt und es ist, weil du es denkst. Ja, absolut. Hast du es begriffen, erscheint es dir logisch oder hast du es verstanden? Auch so kleine Sachen. Etwas begreifen ist immer noch, dass du in einem Reifen bist. Ja. Es ist ein Zustand des noch wachsen Wollens. Wachsehen Wollens. Du willst wachsehen. Die Wünsche, die in dir auftauchen. Ich sage jeden Wunsch, du suchst dir es ja nicht raus als träumender Geist. Du kannst dich aber beobachten und erkennen, dass jeder Wunsch, der in mir auftaucht, ist ja der Glaube, die Beschwörung, dass ich das, was ich jetzt denke, nicht habe. Weil du dir das ja vorstellst, das ja da außen ist und du das besitzen möchtest, besitzt. Ich sage, du hast es doch besessen, bevor du dir es ausgedacht hast. Ah. Wenn man aber mit was eins ist, gibt es keinen Unterschied mehr. Darum ist der Adam ja Seger wenig Körper. Der Adam ist nicht der Mann. Der Adam ist Mann, Denker, G-Denken, G-E-Quadrat-Denken und unterirdischer Gangloch. Ja. Jetzt könnte ich wieder reinspringen in diese IUB, wo ich sage, der UB ist der Geist Gottes, der Polarbert. Er wird zu einem Adam. Mhm. Darum ist das Gelbe in dem Roten. Mhm. Ja. Aber das Rote wiederum, das JCHICH, wird eingehüllt von dem unendlichen Gelben, von dem Geist Gottes, der unendlich ist. Und das Unendlich und das Nichts. Das ist jetzt unsere Parallele, wenn wir nur eine kleine Perspektive haben, kriegen wir das nicht mit, dass das in der einen Richtung nie eins wird, sondern eins ist. Der Anfangspunkt ist eigentlich, den kann ich ja, wenn ich meine Perspektive verschiebe, sage ich zuerst einmal, ich habe zwei, die für mich momentan noch aufgrund, da noch kein Blickwinkel da ist, 0,00000, der Punkt ist ein Winkel von 0,00000 so und so viel Grad.
Und wenn ich jetzt da in die Richtung gehe, wird es dann irgendwann in den kleinen Ausschnitt, den ich denken kann, sich auseinanderziehen, dass das unendlich groß wird. Das ist unsere Transversale. Ja. Und jetzt drehe ich das dann nochmal in die Z-Achse. Mhm. Das heißt, du siehst schon an den Y, dass bloß, ich könnte jetzt sagen, unten, aber oben kriege ich dann schon Spaltung zwischen Wellenberg und Wellendorf. Mhm. Dass das, was ich ja so mache, was ich mir jetzt denke, ist ja oben mal so. Mhm. Ich denke mir praktisch aus den unten was, einen Obermittelpunkt raus, der jetzt da praktisch Wellenberg und Wellendorf aufspannt. Das ist diese Drehung. Ja. Wenn ich jetzt aber merke, dass das da oben ja gleichzeitig ist, dann kriege ich die X-Achse. Mhm. Mhm. Ja, die auch die Zeichen, ich kann immer wieder das U und das O, wenn ich übereinander schiebe, das U und N, unten und die Existenz und die Verbindungsradius, wenn ich die übereinander schiebe, immer wieder das, was vorher und nachher kommt, übereinander schiebe. Das ist zum Beispiel auch das Wissen. Wenn du die Zeichen anschaust, das ist ein J und ein K, die sind ineinander. Das ist die KI. Das ist die Einheit in dir. Wer jetzt jedes... Jetzt kann man sagen, der hat Fantasie, der verknüpft sich ja alles, alles verbinden. Ich sage doch, wenn du es kannst, kannst du es. Man muss nur wissen, was das ist, was in dir auftaucht. Du bist ein träumender Geist und was in einem träumenden Geist auftaucht, sind bildliche Vorstellungen, Informationen in einer symbolischen Form. Symbolein in sich, in dem einen, der wichtig ist für den Traum, zusammengeschmissen. Und für einen Traum wichtig ist zuerst einmal der träumende Geist und nicht irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Informationen, irgendwelche Existenzen, die in den träumenden Geist, aus dem träumenden Geist selbst heraus springen in den roten Kopf hinein, in den peripheren roten Kopf. Das ist immer der Satz, ich sage rot, wenn ich sage, steht für etwas, was nicht existieren kann. Wobei jetzt ein ausgedachter roter Kopf eigentlich dann schon wieder was Blaues ist. Das ist das, was existiert. Zumindest das Wort roter Kopf existiert. Ja. Peripher roter Kopf. Ja. So, jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Miodov. Das schöne hebräische Wort für gut. Schreibt sich 962. 9 steht für gespiegelt. 6 steht für verbunden oder aufgespannt. Eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Wir sind jetzt wieder hier. Ja, klar. Ja, genau. Es ist Physik, es ist göttliche Physik. Und ich sage immer wieder in vielen Fällen, ich habe hier einen kleinen, wie sind wir in der Zeit, es passt noch, die Gedanken, alles, was du erlebst, ist nur für dich. Es ist nicht für einen Michael, es ist nicht für Ritter, es ist nicht für einen Redo, es sind Gedanken. Du warst schon da, bevor du, und für einen Udo, du warst schon da, bevor du an diese Brösel gedacht hast. Du wirst auch noch dann da sein, wenn du an die Brösel überhaupt nicht mehr denkst. Du warst aber auch schon da, bevor du an den gedacht hast, an den du denkst, wenn du jetzt an dich denkst. Und du, Geist, du wirst auch noch dann da sein, wenn du überhaupt kein Hauch mehr von einer Erinnerung da ist. Erinnerung. Und das Wissen, die Weisen deiner Welt, das ist Existierendes, wie der Name schon sagt, herausgetreten, kann nicht überleben, weil es mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass der Kranz, unsere Reihe, unser Spiegeltunnel, wenn ich jetzt immer das so umdenke, der Strahlen, die Linien, wo du siehst, sind eigentlich, du siehst immer nur einen peripheren Bereich. Mhm. Mhm. Ja. Das ist Corona. Ja. Ja. Du wirst genau. Aber nicht glauben, dass da zufällig jetzt irgendwas ist. Ja. Dieses Corona habe ich in deinem Traum geschickt, um dir die vollkommene Geistlosigkeit deiner Elite zu zeigen. Mhm. Egal, ob das Mediziner sind, Virologen sind, ob es Politiker sind, ob es Mathematiker sind, ob es Physiker sind. Ja. Was nicht heißt, dass das Wissen, was durch die Figuren, die in deinem Traum auftauchen, dass das unwichtig wäre. Mhm. Und was nicht heißt, dass was irgendeine Bruder, ein Antagonist, Entschuldigung, in deinem Traum äußert, was natürlich eher nur äußert, weil du das träumst, weil ich dich das träumen lasse, dass das nicht stimmt. Das ist der Witz. Es sind wichtige, jeder einzelne Gedanke, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Das ist Holofeeling, ist die absolut allumfassende Liebe, die Verbindung. Ja. Und dieses Corona ist eine Zeiterscheinung jetzt als ein großes Chat, das du austauschen kannst. Du bist doch jetzt hier in deinem Lebensbuch auf irgendeiner Seite. Das ist jetzt gleichgültig, ob du auf der Seite 20 bist oder auf der Seite 60 bist. Du kannst immer das Stück, wo du schon durchrastet hast, zurückblättern. Was ist eigentlich jetzt in deiner Welt mit AIDS? Wann hast du das letzte Mal was von AIDS gehört? Wann hast du das letzte Mal was vom Rinderwahn gehört?
Wann hast du das letzte Mal, jetzt könnte ich so viele Sachen sagen, Acrylamid? Dunkel gebratenes Brot oder Bratkartoffeln sind krebserregend. Die muss klar sein, dass das jetzt natürlich das Corona-Extrem ist in den Medien, was sich ja wenn hinzieht, aber was ist Zeit? Ein Jahr, eine Sekunde. Es ist, wenn du es denkst und wenn du was Nächste denkst, verschwindet es wieder. Alles, was in dir zu existieren beginnt, beginnt jetzt. Und es wird jetzt wieder aufgelöst durch den nächsten Gedanken. Und das Gefühl, das du in dir erzeugst, wie lange das da ist, ja, wie lange gibt es jetzt schon Corona? Dann denkst du jetzt aufgrund dieser Frage, ja, ich sage jetzt mal ein Jahr. Jetzt muss ich aber wissen, dass dieses Jahr, wenn man das Deutsch schreiben, heißt das J-A, heißt das dann mal eine göttliche Schöpfung. Mhm. Und daher heißt eine Wahrnehmung, die du berechnest. Dasselbe Wort heißt Schlaf. Shin nun he. Dasselbe Wort heißt auf Hebräisch wiederholen. Wie der, wie geöffnet berechnet. Wiederholen. Hole. Jetzt haben wir schon wieder die Frau des Loch. Du wiederholst deine Logik, deine Frau, so lange, bis du die vollkommen durchschaut hast. Und dasselbe Wort heißt lernen. Du lernst, bis du es gelernt hast. Und wenn du es gelernt hast, wenn es abgehakt ist, dann fällt es in ihn rein und dann denkst du nicht mehr dran. Dann kriegst du einen Chat. Kannst du rechnen? Ja. Ja. Dann muss ich an nichts Bestimmtes denken. Was du, was in deiner Küche drin ist? Ja. Immer dran denken, deine Küche, die du jetzt denkst, ist Schrödingers Kiste. Bei Schrödingers Katze, der Endpunkt, das Ende, das ich mir denke, braucht schon zwei. Weil ein Punkt braucht, was nicht Punkt ist. Eine Reihe, die ich mir denke, eine Linie, die ich mir denke, braucht zumindest jetzt einen Hintergrund. Ein weiß geschriebener Strich, aber am weißen Blatt, hier siehst du nicht. Dann ist er in unserem Vibe, das ist so vielfältig, dass wir bei dem W, was ja wie ein Shin auch ist, aber genau wenn das Shin mit vier Armen ist, wenn ich es auseinanderschiebe. Genau. Jetzt müssen aber die zwei sind schon wieder blöd, wenn ich das mache, weil ich muss wissen, dass ich irgendwann einmal spiegel und dann kriege ich das X. Und das ist in allen Sachen, in allen Sprachen. Du musst es erahnen, was ich dir erkläre. Und das Wichtige ist, erkläre dich das, was du bist. Du bist der, der sich alles ausdenkt. Ohne dich wird es die Welt, die du denkst, nicht geben. Ja. Das, was man jetzt gemacht hat, ist, wenn ein komplexeres Hinführen eine Vereinfachung von etwas ist, was eine Schimmelpilzkolonie nie verstehen wird. Versuch bitte nicht einen Schimmel Pilz in einer Schimmelpilzkolonie zu erklären, wie eine Kaffeemaschine funktioniert. Ich habe mich nicht bemüht, einem Primaten, einem sterblichen Säugetier zu erklären, was göttliche Schöpfung ist. Auch wenn sich die in einer maßlosen Selbstüberschätzung, weil sie so programmiert sind, als vernunftbegabte Säugetiere betrachten. Das ist unser Spiel zwischen den Taschenrechner, ist das Tier, das reine Tier mit dem Instinkt. Und das, was ich Mensch nenne, hat statt Instinkt Intellekt. Intellekt, genau. Es ist dasselbe, es ist einfach nur primitiv, quantitativ aufgeblasene Daten und Rechenmöglichkeiten, aber im Vergleich zu wirklichen Geist kein Nichts, keine Freiheit. Okay. Habe ich viele, viele Beispiele. Und der Weg in die Freiheit ist Demut. Einen demütigen Menschen kann nicht zu niemandem demütigen. Das habe ich dir als Jesus vorgespielt. Was du dir auch immer bisher vorstellst, dass ich immer wieder sage, der hat zu keiner Revolution aufgerufen. Er hat auch keine Sekte gebildet, keine Glauben, keine Kirche aufgebaut. Das sind Machthaber. Das siehst du doch. Schau in deine jetzigen Zeitungen rein und geh einfach mal was Aktuelles, katholische Kirche. Nein. Kirchenaustritte ohne Ende. Mhm. Wieso auch immer. Das hat seinen Grund. Es ist Vertuschung, es ist Machterhalt in jedem, in der Politik. Egal, was es geht. Das ist jetzt kein Vorwurf. Nochmal, du musst ich werden. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem vorwerfe, dass er so ist, wie ich ihn jetzt träume, wie ich ihn ausdenke. Genau. Und ich werfe dir als träumenden Geist diese Erkenntnis, die ich mittlerweile habe, dass ich ein träumender Geist bin, nicht vor, dass ich das träume, weil ich es mir auch nicht raussuchen kann. Mich interessiert die andere Richtung. Das in der, wie weit komme ich da noch rein? Dieses Zwiebelschalenprinzip. Und du wirst merken, wie sich dein Umfeld verändert mit dieser kleinen Erkenntnis, wenn du zum Beispiel mit einem streitest.
ich sage immer wieder, wie doof bin ich eigentlich, wenn ich jetzt mir einen Depp ausdenke, träume, muss ich ja, kann er mal nicht raussuchen. Aber wenn ich jetzt so blöd bin, dass ich versuche, dem zu erklären, dass er Depp ist. Das funktioniert nicht. Ich versuche, einen Gedanken von mir zu erklären, dass es einfach nur ein geistloser Gedanke, ein Dasein müssen ist, was ich denke. Jetzt mache ich es bloß so und dann verstehst du das Symbol. Mhm. Das ist übrigens, wenn ich es immer so mache, ist HBH. Mhm. Ja. Ja. Mhm. 5 und 5. Ja, jetzt ja. Müsste ich es so machen, gespiegelt. Wir können es jetzt so machen, jetzt wird es schon komplexer. Und solange du chronologisch denkst, es ist hell, es ist dunkel, es ist hell, es ist dunkel, hast du das Prinzip nicht verstanden, dass wenn es ist, ist beides gleichzeitig und es taucht beides gleichzeitig auf, wenn du an das denkst, aber du denkst dich halt bloß an eine Seite. Ja. Und jetzt kannst du es für jede Polarität setzen. Und jetzt geh einfach in mystische Schriften in dein Internet rein, wie oft dir irgendwelche Mystiker, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, auf dieses verborgene Gesetz, die Harmonie der verborgenen Dinge, dass alles, was sich widerspricht, eigentlich eins ist. Mhm. Wellenberg und Wellendal, die ganze Welt ist eigentlich bloß ein Punkt. Ja. Darum nennen wir das ja auch WL, doppelt aufgespanntes, hochgehobenes Le, auseinandergeschmissenes. Mhm. L mit 70 gelesen, ich mache es jetzt so nochmal, wir sind ganz unten die Nulllinie, jetzt haben wir ein Doppelt, W, W, Oll mit 70 heißt ein Joch, hochgehoben, ein Joch ist ja das hier, Le, Well, Le ist auseinandergeschmissen. Deutsch, göttliche Vatersprache in Verbindung mit Ivri. Und immer wieder daran denken, es kann erst einer wissen, den du bist der Erste, der das wissen muss. Ich sage immer, ich bin der Erste, alles, was ich erkläre, meinen Ichs, meinen roten Ichs erkläre, meinen Geistesfunken, erkläre ich mir selbst, weil ich ja du bin. Mit einem Unterschied, du hängst noch an einem Programm und ich arbeite mit allen Programmen. Mhm. Wenn ich jetzt mühselig jetzt auf der Bröselebene was erkläre, und die fallen mir immer ins Wort. Ich habe letztens mit dem Holger das Gespräch gehabt, wo ich sage, pass auf, du bist jetzt meinetwegen irgendein studierter Professor in einem Fachgebiet, meinetwegen ein Chemiker oder Mathematiker oder was auch immer, Physiker. Bleiben wir bei den Physikern. So, pass auf, du tust dir in unserer Kommunikation, Kommuni, ich werde mich ja verbinden mit dir, ich will ja eins werden mit dir. Tust du dich unheimlich hart, wenn du mir laufend ins Wort fällst. Geh mal davon aus, du hast jetzt hier deinen Beruf, du hast Physik studiert und jetzt geh einfach davon aus, ich habe dasselbe studiert wie du, der Udo, auf der Bröselebene. Geh einfach mal davon aus und ich gehe einen Schritt weiter, dass ich sage, dann weiß ich dasselbe wie du, bloß mit einem Unterschied, dass ich jede einzelne Prüfung in der Schule mit 1 mit Stand gemacht habe und meine Abschlussarbeit habe ich Komma Summa Laude. Ich will dir damit ausdrücken, dass ich alles, was du weißt, weiß ich und noch viel darüber hinaus, weil ich davon ausgehe, dass du nicht alle Prüfungen mit 1 mit Stangen gemacht hast und kein Komma Summa Laude hast, selbst wenn du das hast. Was ich dir damit sagen will, ist, dass alles, wenn du jetzt den Eindruck hast, wenn ich was sage, dass das nicht stimmt, kann ich das komplett nachvollziehen, weil ich dasselbe Wissen habe wie du. Aber was ich dir zu erklären versuche, ist was darüber hinausgeht. Denk wieder an meinen Femenzi dort. Ja. Wir brauchen ein Wissen, das über das bestehende Wissen hinausgeht. Aber alles, was wir bisher wissen, nach wie vor als richtig belässt. Aber nur ein bisschen. Das ist das Spiel mit der Perspektiven der Tasse. Und wenn ich jetzt dort dir wirklich etwas Neues geben will, an Erkenntnis, und es widerspricht mir, ist vollkommen klar, dass das dieser gelernten, anerzogenen Logikprogrammierung vollkommen widerspricht. Das ist, wenn ich sage, du kannst einem Programm, das mit Basic arbeitet, in keinster Weise Windows-Daten mitteilen. Alles, was ich jetzt mache, ist übrigens Windows in Basic ausgedrückt. Also es ist noch lange nicht das, was ich dir eigentlich mitteilen will. Du musst die Demut haben, dass du zuerst einmal alles, was wir Feinde nennen, liebe die Feinde, liebe das, was dir unlogisch, falsch und verkehrt oder böse erscheint. Du nimmst es einfach auf und tust es einmal, sag ich, in einen Vorraum abstellen, weil du weißt, es sind Puzzlestücke, die ich mit meiner jetzigen Logik nicht anlegen kann an meine fehlerhafte Logik, die ich aber benötige, um meine fehlerhafte Logik zu vervollkommnen und zu was vollkommen Neuem zu machen. Ja, schön.
Ich brauche zu dem Kreis das Dreieck, zu dem Runden, was ja genau genommen ein Unendlicheck ist, was ich gar nicht weiß, oder ich brauche zu dem Dreieck, brauche ich einen Kreis, K3S, ein Unendlich. Ich brauche diese unendlich vielen Ecken, es gibt ja deutlich mehr wie nur drei Ecken. Der Kreis ist ein Unendlicheck. Mhm. Es nützt mir nichts, wenn ich ein 8 oder 16 Eck habe, weil da komme ich nicht so einen Kegel. Der ist noch sehr kantig. Der perfekte Kegel entsteht erst, wenn ich das Unendlicheck mit dem Kleinsten, mit dem Dreieck verbinde. Mhm. Und dann gibt es diese neue Form. Mhm. Und ich brauche zu dem Kegel dann auch eine Kugel, KGL, um die Vervollkommnung in der Welle, die unendlich viele Oberwellen aufschmeißt. Ich weiß, es ist eine grobe Sprache, aber ich weiß auch den Übergang, dass ab einer gewissen Reife du das zu verstehen anfängst. Es ist wie, und das ist jetzt der letzte Satz, wenn du zu dem Neunjährigen sagst, stell dir vor, Mädchen, steck dir die Zunge im Mund. Oder der Geist ist oben in der Neuen, im Spiegel, in seinem persönlichen kleinen Spiegelfacette. Ist ein Mädchen. Und ich sage, stell dir vor, Junge, steck dir die Zunge im Mund. Dann sagen die, ja, ist das eklig. Und ich sage, lächelnd als Vater, warte noch ein bisschen, du wirst dich nicht dagegen wehren können. Und wenn du jetzt die Rolle eines Jungen spielst, dann gierst du danach, dass irgendwann einmal so eine kleine Schlampe kommt und dir die Zunge im Mund steckt. Und umgekehrt genauso in Bezug auf die Mädchen, wenn sie websig werden. Und das verspreche ich dir, wenn du noch älter wirst, geht er wieder total am Arsch vorbei, wenn du in die Wechseljahre kommst. Weil du jetzt These und Antithese, die zwei Seiten vor der Pubertät, nach der Pubertät, in das dritte Jahrtausend kommst. Wir sind jetzt 2021. Mhm. Olo Feeling hat ziemlich genau begonnen 1998, 99, 2000. Der Übergang, denk wieder an meine Bewusstseins- bzw. meine Lichtgeschwindigkeits- oder Bevölkerungskurve. Das ist eine Arithmetik, wo ich dir eine Kurve, eine arithmetische Kurve zeige, die sich nicht nur auf das bezieht, wenn wir die Geschwindigkeit erhöhen, dass dann irgendwann einmal hier Raum und Zeit in einem Punkt, das heißt, die Linie kehrt sich um, das ist jetzt ziemlich genau nach dem Synthese, jetzt kommt der kleine Knick, wo ganz wenige Geistesfunken in dieses Bewusstsein des ewigen Hier und Jetzt eintreten. Mhm. Und eigentlich schon, was schon passiert ist, weil ja alles jetzt ist. Mhm. Es ist ja auch, wenn du ein Buch liest und du bist auf der Seite 30, ist das, was noch kommt, ja schon passiert, sonst wird es ja nicht, du hast das Buch noch nicht erlebt. Genau. Dasselbe mache ich jetzt in dem Bücherregal, du hast jetzt ein Leben von unendlich vielen Leben und ich kann dir nur sagen, den Geist, Jotzia, ich weiß, wovon ich spreche. Und du wirst es auch irgendwann, Fragezeichen, mal von Gott wissen, mal wissen. Ich sage dir, wenn es ist, jetzt oder nie. Und es reicht, wenn du es erahnst. Dann kommst du nämlich in den Bereich deiner Ahnen, deiner geistigen Väter. Und die haben wesentlich mehr Wissen, das nenne ich mir Weisheit, wie dieses unendlich zerdachte, einseitige Rechthaberwissen deiner Affen, die du dir ausdenkst. Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Wunderbar.